Höher, schneller, weiter. Spitzensport im wahrsten Sinne hautnah. Das Leichtathletik-Meeting in Rhede blieb sich auch bei seiner 44. Auflage treu. Knapp 180 Athleten aus 20 Nationen boten den Zuschauern am Leichtathletik-Landesstützpunkt in Rhede wieder mal geballten Spitzensport. Und zwar einmalig im gesamten Münsterland. Sogar die Gewitterfront, die pünktlich zu Beginn der Wettkämpfe auf Rhede zumarschierte, machte zur Erleichterung von Organisator Jürgen Palm einen großen Bogen um den Besergrub Sportpark. Ich habe meinen Eulenschirm Gott sei Dank nicht gebraucht bisher. Also heute Morgen habe ich ein bisschen Stress gehabt. Der Wetterbericht sah nicht sehr gut aus. Und jetzt haben wir doch mal das Glück, dass wir, denke ich, auch verdient haben mit der ganzen Arbeit, mit der ganzen Vorbereitung. Und vor allem auch das Glück, dass die Sportler verdient haben und die Zuschauer, die uns die Treue halten und hier einen ganz tollen Leichtathletikabend erleben. Dafür sorgten allein schon die Männer im Weitsprung. Denn spannender ging es nun wirklich nicht. Mit 7,84 Meter nämlich lag Tyrone Smith von den Bermudas nur einen Zentimeter vor Matthias Brothaast aus Belgien und nur ganze 2 Zentimeter vor dem deutschen Meister des vergangenen Jahres, Alan Kamara. Das war ja mal echt ein super Wettkampf. Und die Zuschauer mal erst, die bei jedem meiner Sprünge voll hinter mir standen. Ihr Klatschen hatte mir sehr geholfen. Denn ich bin hier nur für 2 Tage extra aus Amerika nach Deutschland geflogen. Und das gab mir die nötige Energie. Dabei hätte es womöglich noch besser laufen können. Denn der Wind machte, was er wollte. Kopfzerbrechen daher bei Veranstaltern wie auch Athleten. Zum Glück aber sprangen die Damen beim nächsten Wettkampf dann auch wieder in Gegenrichtung. Nur an die angepeilte 7-Meter-Marke kam diesmal niemand heran. 6,44 Meter reichten Malaika Mihambo zum Sieg. Claudia Kaczmarek vom LAZ Rhede landete mit 5,78 Meter auf dem 7. Rang. Ja, die meisten interessanten Wettkämpfe kommen natürlich jetzt noch. Hammerwurf ist jetzt parallel im Gange auf dem Wurfplatz. Und die Choreografie hat ja auch vorgesehen, dass das Beste jetzt zum Schluss kommen soll, wo die meisten Zuschauer auch da sind. Aber wir haben schon wieder viele Bestleistungen unserer Athleten. Und das ist ja auch ein wichtiger Teil unseres Konzepts. Und deshalb bin ich sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf. Für eine echte Überraschung sorgte beim 200-Meter-Sprint der Grieche Lycurgos Tsarnakos. Mit einer Zeit von 20,6 Sekunden siegte er überraschend vor dem Chinesen Pei Meng Chan. Nächstes Highlight, die 110-Meter-Hürden der Männer. Hier gingen gleich 8 Finalisten an den Start, die bereits die 14-Sekunden-Marke knacken konnten. Mit 13,64 Sekunden hatte dann aber der amtierende deutsche Meister Matthias Bühler die Nase vorn. Aber auch für die Athleten vom LAZ lief es prächtig. Krönender Abschluss, dann auch der 3000-Meter-Lauf der U20. Hier sicherte sich Jonathan Kolz mit tollen 8 Minuten und 46 Sekunden den Sieg. Dritter, sein Teampartner Malte Stockhausen. Es ist richtig gut gelaufen. Ich habe auch noch bis eine halbe Stunde vorher überlegt, ob ich überhaupt laufe, weil ich Montag einen kleinen Unfall hatte. Und ich muss sagen, da bin ich erst einfach dran geblieben. Das Tempo war so, dass ich nicht schneller laufen konnte, aber gut dranbleiben konnte. Und dann nachher noch Glück, dass mein Trainingskollege noch vorbeigegangen ist und ich gut mitlaufen konnte. War gut. Ja, also ich lag ja weit hinten mit dem Joshua Nisius, weil wir hochgestuft wurden. Wir sind ja noch 1 bis 2 Jahre jünger. Und ich hatte eigentlich vor, die deutsche Norm zu laufen in 9 Minuten 09. Das hat jetzt nicht so ganz geklappt, aber ich bin trotzdem zufrieden, weil ich keinen hatte, der mich gezogen hat und trotzdem jemanden im Halten hatte. Trotzdem zufrieden, auch wenn am Ende nicht ganz so viele Zuschauer kamen wie erhofft, auch die Veranstalter des Leichtathletik-Meetings. Nur rund 1000 Zuschauer wussten die 4 Stunden geballte Leichtathletik am Besergrub Sportpark direkt vor der Haustüre zu schätzen. Bei nur 5 Euro Eintritt irgendwie schade.